Manchmal bietet sich eine neue, aufregende Gelegenheit. Gerade wenn wir in unserer derzeitigen Lebenssituation vollkommen zufrieden sind. In diesem Fall sind wir gezwungen, über die Opportunitätskosten nachzudenken. Denn wenn wir uns die neue Gelegenheit ansehen, vergleichen wir sie mit unserer derzeitigen Situation und überlegen, was auf dem Spiel steht, wenn wir sie wahrnehmen würden. Dies geschieht auch dann oft, wenn wir das Gesamtbild nicht überblicken können. Wirtschaftswissenschaftler definieren Opportunitätskosten als den Nutzen, auf den wir verzichten, wenn wir eine Alternative gegen eine andere eintauschen, in der Hoffnung, dass wir die beste Wahl treffen. Obwohl sie oft weniger offensichtlich und manchmal spekulativ sind, können die Opportunitätskosten sehr hoch sein, weshalb es sinnvoll ist, sich über sie zu informieren. Stell dir vor, du versuchst, die wahren Kosten deines Studiums zu berechnen. Ein Faktor kann die Studiengebühr sein, die in unserem Fall 10.000 Euro pro Jahr beträgt. Da dies die einzigen Kosten sind, könnte man zu dem Schluss kommen, dass das Studium 10.000 Euro pro Jahr kostet. Aber für Wirtschaftswissenschaftler ist das nicht ganz richtig. Denn wir müssen das Geld hinzurechnen, das wir hätten verdienen können, wenn wir gearbeitet hätten, anstatt die Universität zu besuchen. Nehmen wir an, dass du durch eine Vollzeitbeschäftigung in einem örtlichen Restaurant 20.000 Dollar im Jahr verdienen könntest. Die wahren Kosten eines Hochschulstudiums sind also 10.000 Euro Studiengebühren plus 20.000 Euro Opportunitätskosten. Wenn wir einen Abschluss machen, geben wir 30.000 Euro pro Jahr aus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn es geht auch andersherum. Angenommen, wir gehen 4 Jahre lang zur Universität und wir geben 120.000 Euro für eine Ausbildung aus, die uns mit leeren Taschen, vielen Ideen und einem Abschluss zurücklässt. Sobald wir jedoch besser ausgebildet sind, könnten wir als leitender Angestellter 40.000 Euro verdienen, statt 20.000 Euro im Dienstleistungsbereich. In einem solchen Fall ist es viel teurer, nicht zur Hochschule zu gehen. Glaubst du, du hast das Konzept verstanden? Dann zeig es uns. Berechne die Opportunitätskosten einer Highschool-Schülerin, die die Idee eines Medizinstudiums verwirft, um stattdessen im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Die Kosten für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten betragen 2.000 Euro pro Monat. Auf der Universität einen Abschluss zu machen, dauert insgesamt 6 Jahre. Nach ihrem Abschluss arbeitet sie 34 Jahre lang im medizinischen Bereich, verdient 10.000 Dollar im Monat und gibt 3.000 Dollar für die monatlichen Lebenshaltungskosten aus. Wenn sie in das Familienunternehmen einsteigt, verdient sie in den nächsten 40 Jahren 3.500 Dollar im Monat und hat keine Lebenshaltungskosten. Was ist finanziell gesehen die bessere Wahl? Schreib deine Berechnungen in die Kommentare unten. Es gibt einen Punkt im Leben, wo man merkt, dass man erwachsen wird. Oft fängt man dann auch an, sich für Investments und Versicherungen zu interessieren. Eine App, die dann immer wieder ins Gespräch kommt, ist Clark. Die kostenlose Clark-App erlaubt dir volle Übersicht und Kontrolle über deine Versicherungen. Deine Vorteile? Du erfährst, bei welchen Versicherungen du sparen kannst. Und kannst dich bei Bedarf von unabhängigen Versicherungsexperten beraten lassen. Mit Clark kannst du noch viel mehr als nur deine Versicherungen digital managen. Clark erinnert dich an Kündigungsfristen und weiß, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche nicht. Berufsunfähigkeitsversicherung? Baufinanzierung? Private Krankenversicherung? Und weil das Ganze so gut funktioniert, vertrauen mittlerweile rund 500.000 Kunden Clark. Clark gibt's in Deutschland und Österreich. Und wenn du dich jetzt anmeldest, bekommst du einen Gutschein über 45 Euro, nur dafür, dass du deine bestehenden Versicherungen hochlädst. Dazu musst du keinen neuen Vertrag abschließen. Dein Gutscheincode ist Sprouts, der Link ist in der Beschreibung.